Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind immer noch im Gefängnis, fahren jetzt einmal mit dem Fahrstuhl hoch oder runter und finden doch hoffentlich bald unsere Tochter. Gut, es ist wieder Schleichen angesagt. Block 7. That's where they took Adana. Ja, hier ist einiges los. Ich hoffe mal, dass die sich nicht rumdrehen, weil ich habe hier doch schon wieder einen Geisterpunkt gesehen. Oder ich sehe Geister. Kann auch sein. Die Daten, die bei ersten Tests an den Subjekten aus Torkers Mill gesammelt wurden, fallen positiv aus. Die Probe XF60 zeigt eine Assimilation, die beim vorherigen Subjekt nicht stattgefunden hat. Das Subjekt ist mit dem Wirkstoff kompatibel, das Vorbereitungsprogramm kann beginnen. An die Abteilungsleiter schicken, Probedaten. Die muss ich jetzt nicht vorlesen. Eric Ross und Seth Aguera. So I noticed. It's something we see often with heavy users of psychoactive drugs. Their cellular structures are weakened even before the treatment. So when we inject the serum, the metamorphosis is quicker and notably more painful. Major Craner, die erste Anwendung des Agentenverbesserungsprogramms ist nun abgeschlossen. In den kommenden Wochen werden Sie Kontingente von Soldaten erhalten, die dieses Programm in den Laboratorien der Division 2 durchlaufen haben. Verteilen Sie auf alle Ihre Abteilungen und senden Sie alle Felddaten, die von Ihrem wissenschaftlichen Team gesammelt wurden. This is where those monsters were developed. Ja, wir wussten ja, dass die aus Nevada kommen und dass die Häftlinge nehmen, die sowieso keine große Wahl haben, dann halt lieber als Monster draußen rumrennen, als Normalo im Gefängnis eingesperrt. Oh Gott. Ah, shit. Aber er hat noch keinen Alarm geschlagen. Nein. Ach, Mist. Und den können wir natürlich nicht. Komm ich irgendwie wieder hier hoch? Erstmal schnell wieder rein. Ja. Er wird jetzt trotzdem die Leichen sehen und wahrscheinlich böse werden, ne? Oder auch nicht. Viele Muskeln, wenig Hirn. Wahnsinn, hier ist echt viel los. Die armen Typen da unten. Oh Gott. Ah. Shit. Ach, naja, da müssen wir halt mal kurz ausflippen. Was soll's? Ging leider nicht anders. Ich hätte wahrscheinlich gleich den ersten Schacht hier rausgehen sollen. Wir haben doch einen neuen Move, den probieren wir doch gleich mal. Brüllen. Wie? Das war's schon. Aber unser Zornbalken ist halt echt legendär. So, dann gehen wir nochmal hier in die Haltung. Geh weg. Und dann kriegst du einmal Special Move ab. Ja, wir haben ihn nicht wirklich getroffen. Ja, ich weiß nicht, ob das hier wirklich die bessere Wahl ist, so im Gefängnis eingesperrt zu sein. Kommt ein bisschen auf die Länge der Haftstrafe an, würde ich meinen. So, ihr könnt euch gleich verpissen. Ach, geht doch weg. Also am Anfang habe ich die Haltung hier nicht so gemocht. Raserei. Weil man halt doch sehr langsam ist, aber mittlerweile, die hat halt echt die cooleren Special Moves. Na, du müsstest auch treffen. Wahnsinn, wie viele kommen denn hier? Raserei leider schon vorbei. Ist immer nur ein kurzer Spaß, aber wäre natürlich auch ein bisschen OP, wenn das länger halten würde. Bam, guck mal, wie wir ausflippen können. Mit so viel Zorn, wie wir aktuell besitzen. Geil. Nicht so geil. Oh, wir brauchen Leben. Wann haben wir denn so viel verloren? Ach, haut doch ab mit euren Schleimbeuteln. Du Schleimbeutel.
Die halten aber halt auch eine Menge aus, ne? So, dann ist er dran. Sind wir wieder in der wir sind wieder in der Langsamhaltung. Gar nicht mitbekommen. Bam. Du auch noch. Wir könnten schon wieder Raserei machen, aber ich glaube, es ist Verschwendung. Müsste es doch gleich gewesen sein, oder? Da ist noch einer. Zack. Geh weg, komm. Jetzt haben wir dich. Ah, es kommt doch noch mehr. Na, dann gibt's halt nochmal eine Raserei, ne? Ih, was hat denn er? Megazunge. Bitte nicht anschlecken. Danke. Abklingzeit ist echt nervig. So. Jetzt haben wir es geschafft. Kriegen sogar Geisterpunkt. Jetzt haben wir wieder zwei. Er hat sich cool angelehnt hier. Hat sich's gemütlich gemacht in seinen letzten Sekunden. Und damit nehmen wir noch das. Und wir haben das Taktikmodul voll. Aber im Kampf fehlt doch noch einiges. So, wo müssen wir denn hin? Da unten ist gesperrt. Hier oben geht's nicht lang, aber hier ist noch ein Schacht. Geht zum Glück nur in eine Richtung. Ach nee, hier hätten wir einfach auch durchgekonnt. Tja, gibt halt viele Wege und ich habe den falschen gewählt. Passiert. Ach, hier unten lang. Alles klar. Zum Glück leuchten die Dinger. Sonst wären wir hier wahrscheinlich erst in Folge 100 angekommen. I picked up your scent from down the corridor. You're like me, aren't you? Who are you? My name is Onawa. I am the pack leader of the Red Talons. And who are you? Onawa, I've read Injun's reports about you. My name is Cahal. Über die roten Klauen reden. I've heard of your tribe. Wild, ancestral, solitary. Hard to believe Endrin could get their hands on the leader of such a renowned tribe. Endrin. They set up their factory and their pipelines in the territory of our cairn. We pushed them back for months. But that whore with the mechanical arm, she showed up out of nowhere and managed to drive us into a corner. We had little choice. I gave myself up in exchange for the lives of my people and an end to the slaughter. Ein schönen Schal hat sie da. Tank Girl, so hieß sie. Ich hatte nur noch als Major Grainer in Erinnerung. Tank Girl tried to destroy my cairn as well. I killed her. Good. I hope you made her suffer. I take it they captured you after you were finished with her. No. They took Adana, my daughter. They brought her here. I came to get her back. Adana's your daughter, is she? I met her. They had her locked up in the cell next door. I was their first subject. But I didn't give them the results they were hoping for. Whatever they are doing, I think it is linked to our first change. Adana hasn't gone through her first change. Their tests on her came back positive. They took her off to Endrin's headquarters. To do what? I do not know. Take me with you. All that awaits me here is death.
good work. Now, follow me. Ja, wo ist denn das Hauptquartier? Waren wir jetzt umsonst im Gefängnis? Ich hoffe nicht. Sie hat auf jeden Fall auch schon gut gelitten hier. This door leads into an underground parking garage. Steal a truck. We'll need one to get to my cairn. There are guards. For Mori. I can feel it. And I am in no state to help you. You've got to do it alone. Ja, wir müssen sie auf jeden Fall ausschalten. Und da wir den Typen da hinten, Muskelprotzi, ja so oder so nicht leise töten können, wird uns wohl gar nicht viel übrig bleiben, als hier einmal auszuflippen. Würde halt sehr gerne vorher noch ein bisschen da Sabotage betreiben. Den schnell ausgeschalten. Das Ding kaputt und da hinten hatte ich noch eins gesehen. Lasst uns das schnell machen. Guckt er wieder in die Richtung? Wir warten mal noch kurz, bis er sich wieder umdreht. Jetzt. Schade, dass wir keine Armbrust haben, sonst hätte ich mal direkt auf die Fässer geschossen. Würde es gerne nochmal probieren, aber den können wir halt leider... absolut nicht ausschalten. Wir können ihn ein bisschen am Arsch riechen. Hallo. Na gut. Dann müssen wir ihn halt so erledigen. Was soll's, ne? Wo sind denn welche? Hä? Wie, verwandelt er sich jetzt noch? Geh doch weg. Ist das bloß er hier noch? Nö. Ja, jetzt kommt natürlich hier noch Exo-Man. Ach, geht weg. Aber den haben wir zum Glück relativ schnell bekommen. Ui. Das war gar nicht so geil. Aber alles kein Problem für uns. Und mit deiner kleinen Pistole, also muss ich doch selber lächerlich vorkommen dabei, oder? Ah, dass wir mehr Zorn haben, ist auf jeden Fall Gold wert. Das hätten wir eher mal upgraden müssen. Bam. Und da haben wir es schon geschafft. Ganz ohne Raserei. Nicht, dass der Zorn uns noch überwältigt. Und wir Onaba töten. So darf ich fahren. Ich würde gern mal fahren. Beweg dich mal ein bisschen schneller. Wir haben es eilig. Der Reifen hinten links hat sich gar nicht bewegt. Warum auch? Kahar kommt zu spät. Antoine hatte genug Zeit, Edenna die Behandlung zu verabreichen und hat sie bereits an einem anderen Ort gebracht. Bei seiner Flucht ist der Fianna-Krieger auf ein anderes Mitglied seiner Spezies gestoßen. Onaba, die Anführerin der Roten Klauen. Ich hoffe nicht, dass wir auf Minen achten müssen. Bin ich ganz schlecht in sowas. Ich renne immer jede durch jede durch.
Tell me. Was ist denn das? Is that so? Call. What are those outsiders doing in my territory? It's not just Endrin spreading across my territory. We have been invaded. Ava and her Lambda Mankind. I know them. The Red Talons do not like humans. And there is only room for one pack here. Die Menschen sind keine Bedrohung. The humans are with us. They're fighting for Gaia. Humans are the reason we need to fight for Gaia. We should have snuffed them out at the dawn of their existence. These humans are on our side. And we have no intention of settling here. We'll leave as soon as we've managed to rescue my daughter from Endrin HQ. So, you intend to fight Endrin? We could use your help. No, we have already lost too many. We will not join you. However, I will clear your path. My wolves tell me they have already attacked your people. Those attacks will end. You may operate on our land with impunity. At least, until you finish your business here. Stay longer, and there will be war. Go now, and pay your respects to our guardian spirit. Partua tells me that he is waiting for you. Undankbares Miststück, hallo? Retten wir die aus dem Ding heraus? Und dann kann man nicht mal hier auf Hilfe zählen. Dann klaue ich euch aber auf jeden Fall noch einen Geisterpunkt, das könnt ihr wissen. Wäre halt mal interessant, ob ich jetzt ausflippen könnte. Ah, ich glaube nicht. Ja, noch mehr Geisterpunkte. Hier haben wir noch einen Geist. There's still much work to be done. Stay vigilant, lest the worm overwhelm you. Das scheint wohl den hier Pardon zu Ethan zu sein. Huch, wollte ich gar nicht. Finde ich definitiv cooler. Na gut, das war's. Das sind schon ein bisschen größere Wölfe, ne? Habe ich eigentlich auch gar keinen Bock zu kämpfen. So, hier, mit dem sollen wir nochmal quatschen. So, you are the one who freed Onamwa. You reek of human, warrior of Gaia. For what purpose do you enter my territory? Ich kämpfe um Edenna. Oder für Gaia. Gaia wäre wahrscheinlich besser, aber wir sind mal ehrlich. Also wir kämpfen ja eigentlich für beide. I came to rescue my daughter from the claws of Endrin. The claws of the worm. You would travel hundreds of miles for your daughter. And yet you abandoned her yourself once. I can see it. Yes. For 5 years, along with the rest of your pack. Are you truly worthy of my confidence? Can you even still call yourself warrior of Gaia? And now, you fight beside humans. Not all humans are servants of the worm. But all are blind. They will never understand the wild, or the worm. They will never admit that Gaia is a wild, uncontrollable. Er ist voller Dunkelheit, er hat Unrecht. Ja, voller Dunkelheit ist er. The Gaia you speak of is a stranger to me. Neither my people, nor the spirits we protect see her as such. You
dare to question me? Have you any idea? I have served Gaia and the Wild since time immemorial. They are all weak, easily swayed by the call. I do not yield as the worm encroaches on my territory. Yet it still spreads everywhere around you. Only your cairn seems to remain untouched. Our cairn is all that matters. And we are ready to... Onawa has taken that role upon herself. But now go. Pursue your quest. I shall judge your worth. Ja, ich habe auch hier mal ein bisschen übersprungen. Ja, anscheinend quatschen die alle so langsam. Ich weiß es auch nicht. Aber den Text hat man halt schon 5-mal gelesen, bis der fertig mit Reden ist. Und das muss halt nicht sein. I can feel the hate that flows through her and her guardian spirit. Ava, can you hear me? Cahal, there you are. Head to our base. We set it up near the road leading to Indran territory. Und da geht's jetzt wohl als nächstes hin. Wir sind schon wieder an einem Folgenende angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr geht's wie immer weiter. Lasst gerne ein Abo da und dann bis dahin. Macht's gut.